Hallo und herzlich willkommen, ihr Sepplinge da draußen, zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, ihr seht schon, es hat tatsächlich geklappt. Das Fohlen ist fertig, aber es ist jetzt auch schon gerade 20 vor 3 in der Nacht. Ich muss es jetzt noch aufnehmen, dann gleich ab ins Bettchen und dann morgen schon wieder recht früh raus. So. Zap, 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 hier alles eben einnehmen. So, wir haben ja Leute, die unser Dorf besuchen. Pff, was? Alter, das überträgt alles, was hier bislang passiert ist. Ihr habt gezüchtet mit meinen Pferden im Wert von 85.860 Münzen. Meine Güte. So, das hier kann ich mal gerade wegklicken. Lohnung will ich jetzt nicht angucken. Okay. Meine Güte, schaut euch das an. Ich bin jetzt bei 762.000 Münzen. Es ist der absolute Oberkracher. Es ist Wahnsinn, wie viel es bringt, mit den Pferden zu züchten. Ich finde es gut, dass sie es reingebracht haben. Oh, unser Speicher ist voll. Nee, warte mal, was können wir denn hier herstellen? Das hätte ich vielleicht nicht herstellen sollen. Vielleicht auch nicht. Haben wir nicht hier irgendwas, wo mehr Mais reinkommt? Nö. Das ist ja doof. Wie, wir haben immer noch keinen Platz frei. Ja gut, komm. Was verkaufen wir denn mal? Ich würde sagen, das verkaufen wir. Äpfel können wir verkaufen, da brauchen wir jetzt auch nicht so viele von. Meine Güte, Honig brauchen wir auch nicht so viel, können wir auch verkaufen. So. Und jetzt, was pflanze ich jetzt hin? Jetzt pflanze ich erstmal wieder Getreide an. So. Einmal hier wieder komplett jedes einzelne Feld. So, zack. Der kann jetzt vor sich hin wachsen. Sehr schön. Wenn ich mir das mal so angucke, wir sind ja schon wieder recht weit auf dem Weg bis Level 22. Was haben wir denn jetzt noch? Ach, kaufe zwei Pferde. Ach, okay. Die mit den Bürsten ist raus. Hm. Interessant. Gut. Aber unser Rocky Mountain Pony ist da. Wie heißt sie nochmal? Regina. Okay, der Name ist jetzt ein bisschen blöd. Aber ich habe eine Idee. Wie ich die nennen möchte. Sie ist jetzt einfach Regia. Tja, so einfach kann man den Namen mal eben verändern. Gut, jetzt müssen wir die möglichst schnell auf Level 5 bekommen. Damit wir auch züchten können. Ich will ja meinen ersten Araber-Zuchtversuch starten hier. Aber dafür braucht man natürlich erstmal eine Weile. So, was war das nochmal? Ich glaube, Rocky Mountain und Haflinger brauchte ich. Och, nö, nö. Okay, das hier wird jetzt aber dafür einiges geben. So, mampf du mal. Ja, da ist er schon Level 3, die Kleine. Na bitte, es geht doch. Gut, jetzt brauchen wir noch 1,5 Level. Dann können wir auch schon den Zuchtversuch starten. Gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Wir haben echt nicht mehr genug Soja. Ich muss dringend mal Soja anbauen. Oh, ja, gut. Muss ich den Schritt wohl wieder überspringen? Doll, jetzt haben wir das auch nicht mehr. Das haben wir noch. Jetzt haue ich hier so viel Diamanten raus. Nur um die Schritte zu überspringen, weil ich gerade nicht mehr ordentlich mit meinem Futter wirtschafte und irgendwie zu dämlich bin, das so anzubauen, dass ich immer was habe, was ich auch brauche. Ja gut, nee, warte mal, was haben wir denn hier jetzt heute als... Okay, Japan ist heute dran. Okay, gut. Ich gehe jetzt hier erstmal wieder in den Stall. Denn hier können wir gleich ausmisten in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Also jetzt, falls ihr euch wundert, warum ich auch so leise rede. Das ist eben, weil wir schon so spät haben. Und unsere Nachbarn haben ihr Schlafzimmer direkt an der Wand zu unserem...
PC und Aufnahmezimmer, deswegen will ich hier jetzt nicht so losbrüllen. Okay, haben wir denn davon noch was? Ich muss hier mal gerade schauen. Jo, 6 Stück, das sollte eigentlich reichen. 14 Sekunden, wir könnten uns hier mal ein bisschen Hilfe holen. Sparen wir immerhin 4 Minuten. Okay, das war's jetzt aber auch mit der Hilfe. So, einmal mampfen, das dürfte auch wieder einiges bringen. Ja, Level 5, das hat funktioniert, es hat funktioniert. Mit 11 Punkten, gerade so. Ah, sie ist eine hübsche. Gut, dann können wir jetzt hier direkt mal gucken. Also. Da. Rocky Mountain und Haflinger, genau. Das heißt... Ach, sehr gut, der ist sogar hier. Oh, wie praktisch. Also Obelix und Regia. 19% ein Araber. Okay. Dann hoffe ich doch jetzt einfach mal das Beste. Schade, es ist noch ein Rocky Mountain geworden. Schade, schade. Nee, ich gebe jetzt keine Diamanten aus dafür. Das ist mir dann doch zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Dann verkaufen wir die lieber wieder. So, aber... Dann machen wir jetzt das Rennen hier. Betreten. Und ich versuche mein Glück mit Peach. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir uns hier schlagen. Gut, hier sollten wir tatsächlich das Schild mitnehmen. Oh, hier kriegen wir so einen Diamanten als Belohnung für die Mühe, dass wir hier hingereist sind. Nee, weil ich denke mir, schnell genug sind wir von vornherein selber. Das brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt noch mitnehmen. Ach, schade. Ja, siehst du, da ist das Schild schon weg. Gut, dass ich es mitgenommen habe. Ich habe das Gefühl, dass sie das eine oder andere mal ein bisschen grafisch überarbeitet haben. Kann das sein? So die Huffies generell, also von den Feldtexturen her, war ich ja auch diese Grenze hier und Tore. Oh Gott. Das war knapp. Uff, da. Okay, das war jetzt blöde. Da hätte ich die Münzen nicht mitnehmen dürfen. Bin ich schon wieder reingekracht. Okay, damit war's das jetzt. Nein, auf die letzten Metern. Das lief erst so gut und jetzt habe ich so komplett versaut. Okay, haben immerhin 2 von diesen roten Steinchen bekommen. Ist auch schon mal was wert. Gut. Ja, hier oben wurde mir gesagt, können wir jetzt auch den Namen verändern. Ich traue mich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, weil ich befürchte, dass es dann auch wieder abschmiert. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal bei Montana Range und der anderen. So. Wisst ihr, was wir hiermit jetzt machen? Die bauen wir jetzt mal aus. So. Damit wir mehr Soja anbauen können. Es wird jetzt echt mal Zeit, dass wir die Felder mal auf Maximalstufe bringen. Gut, dann jetzt noch wieder mein obligatorischer Besuch. Diesmal wieder von vorne. Iris hatten wir schon. Tal hatten wir, Lola hatten wir, Unbekannte, Annika, Ida. Ida hatten wir auch, ne? Ja. Naomi hatten wir, Theresa hatten wir, Elnur hatten wir, glaube ich, auch. Ja. Hatten wir nicht die Susanne auch schon mal vor längerem? Ja, hatten wir auch schon. Vanessa sagt mir auch was. Ja, da waren wir auch schon. Sissi.
Der Name kommt mir gänzlich unbekannt vor. Und da waren wir auch noch nicht. Das heißt, auf geht's nach Montana. Jetzt spinnt mein Stift. Ich wollte mir das doch aufschreiben. Sissy T. Von vorne. So. Ah, du heißt... Oh. Das ist ein American Indian. Die Nova. Dann hast du ja auch Rocky Mountain, den Duke. Dann haben wir hier hinten noch alles stehen. Dann haben wir hier noch einen American Indian. Die Rain ist es. Rocky Mountain, die Sam. Holstein haben wir hier. Die Coco ist auch ein sehr schöner Name. Hier haben wir noch einen Holsteiner. Die Lulu. Okay. Auch schön hier mit dem Zaun so davor. Gefällt mir. Gut, dann gucken wir jetzt noch in Frankreich rein. Wie sieht's denn da aus? Hier einmal durch die Runde streicheln. So, wen haben wir hier? Haben wir einen Missouri Foxtrotter. Das ist der Raymond. Oder Ramon, wie man es auch immer aussprechen möchte. Dann haben wir noch Hackneys. Einmal den Vulkan. Einmal den Ray. Und dann haben wir hier noch einen Groninger. Und das ist die Mary. Oh, schön hier. Du hast ja schon überall einen Weg drumherum gebaut. Das ist cool. Das gefällt mir. Oh, ich muss auch mal mit der Deko langsam anfangen. Ich glaube, wir machen bald mal eine Deko-Folge. Okay, aber damit möchte ich mich dann auch verabschieden. Ich bin mal gespannt, vielleicht haben wir ja morgen mehr Glück mit unserem Araber. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer von euch schon alles einen hat, ob ihr euch den gekauft habt, ob ihr Zuchtglück hattet. Ich bin gespannt und dann bis morgen.